Timo Ernst, das wird sein zweiter Profikampf sein. Er ist 5 Jahre älter als Masud Sadikpur. Der hat bereits 2 Profikämpfe. Allerdings ist er auch 7 cm kleiner als Ernst. Alles andere erzählt jetzt einmal Marc Bergmann. The fighter in the blue corner is 23 years young. He stands 1.71 meters tall and weighing at 70.5 kilogram. His record, 2 fights, 1 victory, representing Elevate Gym from Bremen, Masud Sadikpur. And his opponent in the red corner, he's 28 years young. He stands 1.78 meters tall and he weighed in at 69.5 kilogram. His record, 1 fight, 1 victory, representing Passion MMA and Stripe Gym from Wiesbaden, Timo Ernst. Your referee, Jan Vobonik. So, der zweite Kampf des heutigen Abends beginnt gleich. Der letzte Kampf im Freestream. Danach geht's für Kanalabonnenten weiter. Mindestens die Basic-Mitgliedschaft braucht ihr. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf den Kampf hier. Da ist doch jetzt schon was los in der Halle. Ja, ja. Also der Ernst hat wieder den ganzen Fanbus mitgebracht. Und die waren sich auch auf der Waage gestern schon nicht so grün. Zumindest bei den Stairdowns nicht am Abend. Ja, ich stand dazwischen. Ich habe ganz kurz gedacht, muss ich auch dazwischen gehen? Ja, und hier sehen wir den Stil, den wir, also wenn man mal Timo Ernst so ein bisschen googelt, es gibt ja nicht viel Material, er hat erst einen Kampf, aber er kommt, wie gesagt, aus dem Striking, aus dem Kickboxen, da hat er schon einen ähnlichen Stil gehabt. Viel Zirkeln, viel Bewegen, viel Legkicks von außen, aber sobald die Gegner angeschlagen sind, dann schlägt er zu wie so ein Raubtier. Sadikpur auf der anderen Seite verfolgt hier viel, wird aber sofort gestoppt mit der rechten. Eine schöne Aktion da. Schauen wir mal, ob ihn Ernst auch gleich wieder hochlässt. Ernst schlägt hier alles sehr, sehr wuchtig. Ich glaube, wenn er mal nicht trifft, dann kann er da auch mal schnell aus dem Gleichgewicht kommen. Sadikpur versucht sich hier wieder hochzuarbeiten. Aber er kommt hier sofort in die Guillotine. Es kann natürlich auch ein sehr frustrierender Kampfstil sein, den Ernst da hat, wenn Sadikpur mal wieder ins Leere läuft. Dann kann ich mir vorstellen, dass er irgendwann auch ein bisschen ungehalten wird. Ja, Sadikpur ist natürlich, oh, wird er wieder abgefangen. Diesmal nicht mit der Hand, sondern eher mit dem Kick. Ja, einfach das Standbein weggezogen, weggekickt. Das zeigt natürlich auch die Kampfübersicht, die Ernst mit sich bringt. Ja, sehr, sehr gutes Timing, sehr, sehr gutes Auge. Sadikpur, eher so ein Panzer, der nach vorn rollt. Versucht natürlich hier auch Druck zu machen. Und scheint da auch ein bisschen mit Emotionen zu kämpfen. Die ersten 2 Minuten sind vorbei. Ernst hat hier eine sehr, sehr clevere Mischung aus Vorsicht, Übersicht, aber auch Aggressivität. Also wenn er dann zuschlägt, dann sind das in der Regel sehr, sehr harte Aktionen. Aber er geht nämlich kopflos rein. Ja, verliert jetzt hier aber die Position, landet unten. Ja, der Takedown ist gelungen für Sadikpur. Und jetzt hat er hier 2 Minuten 40 Zeit, um aus der Side Control zu arbeiten. Das ist viel Zeit für einen Grappler. Und jetzt schauen wir mal, was Ernst am Boden kann. Ja, das macht er erstmal ganz gut, versucht hier Platz zu machen. Muss sich da rausdrehen, aber nimmt ein paar harte Hände auf dem Weg nach oben. Ja, und das waren die besten Treffer bis jetzt im Kampf, das muss man sagen. Und er sweept er gut. Also Ernst muss unbedingt versuchen, da hochzukommen. Der Bodenkampf scheint seine Sache nicht zu sein. Sadikpur hier jetzt mit jeder Menge Rückenwind. Ja. Und Ernst hat da versucht, so ein bisschen ringerisch das Ganze zu lösen, aber da hat ihn Sadikpur schön gekontert. Ja, Side Control, fast schon ein bisschen Crucifix-mäßig jetzt hier die Position. Ja, und Sadikpur hat ja immer noch 90 Sekunden Zeit. Das ist eine Ewigkeit.
wenn man da in der Unterlage ist. Und der Anfang der Runde auf jeden Fall eher in Richtung Ernst zu werten, aber jetzt hier hinten raus. Hartes Ground and Pound. Ja, und Ernst bewegt sich weiter, das ist gut, das ist wichtig. Versucht hier jetzt nochmal zu drehen, Sadikpur bleibt aber stabil. Ja, aber Ernst fightet sich hier raus mit Herz, aber eben auch mit ein bisschen Technik. Hat jetzt hier die Oberlage, hat eine Mount-Position und immer noch eine Minute Zeit, das Ding hier nochmal zu drehen. Vor und zurück. Da ist er am Cage, ist nicht perfekt für Ernst. Sadikpur kann den Cage jetzt nutzen, wird sich jetzt einmal abstoßen, genau. Was für ein Hin und Her. Oh, der ist, glaube ich, auf den Kopf gelandet. Ja, der Kick ging auf den Kopf. Illegaler Treffer damit. Sehen wir bestimmt gleich nochmal in der Wiederholung. Also Footstomps zum am Boden liegenden Gegner, nur zum Körper, zu den Beinen erlaubt, nicht aber zum Kopf. Ganz generell, grounded opponent, also sobald der Gegner irgendetwas anderes berührt, also mit irgendetwas anderes den Boden berührt, außer mit den Fußsohlen, gilt er als sich am Boden befindlich und dann sind Knie und Tritte zum Kopf nicht mehr erlaubt. Also Referee sagt, ich gehe davon aus, das war keine Absicht, aber wenn das nochmal passiert, gibt es einen Punktabzug. Muss man sagen, hat er Glück, dass Jan Wobornik ein Oldschooler ist, der das Regelwerk eher ein bisschen liberaler auslegt, was ich absolut in Ordnung finde. Ja, trotzdem verliert er jetzt die Position, beziehungsweise Ernst kriegt jetzt wieder seine Position im Stand zurück. Also es gibt schon auch einen Vorteil für Ernst dann. Ich finde es gut gelöst, muss ich sagen. Am besten eben keine illegalen Aktionen. Aber wenn es welche gibt, dann sind die so jetzt gut gelöst. Wir haben noch 30 Sekunden im Stand. Ja, auch gut von Ernst, dass er jetzt hier nicht den sterbenden Schwan gemacht hat. Nein, das hat man ja immer mal gesehen, aber der ist immer auch Kämpferherz durch und durch. Wäre jetzt eine Chance für ihn gewesen, da einen Ausweg zu suchen. Aber das will er natürlich nicht, sondern will diesen Kampf hier seinen Stempel aufdrücken. Weiter geht's. Das wird auch gar nicht zu dem passen jetzt hier. Ja, aber ist natürlich jetzt eine blöde Situation für Sadikpur, denn der muss jetzt wirklich auf der Hut sein. Damit ihm hier nicht ein Punkt abgezogen wird für die kleinste Aktion. Er schafft hier nochmal den Takedown. Ja, da gibt es noch einen Scramble. Letzten Sekunden der ersten Runde. Und es ist eine unglaublich schwer zu wertende erste Runde. Wir hatten im Stand am Anfang von Ernst sehr gute Treffer. Da sah er sehr sortiert aus, hat den Kampf gemacht. Am Boden hat sich so ein bisschen verändert. Da gab es aber auch gute Momente für Ernst. Hatte zwischenzeitlich die Mount. Ja, und hier sehen wir nochmal die Situation. Da ist der Kick. Ja, der ging ganz klar zum Kopf. Schauen wir nochmal. Hier, ganz klar auch den Kopf getroffen. Ja, wobei ich ehrlich gesagt tatsächlich glaube, dass er da gar nicht hingezielt hat, sondern eher da dran hängen geblieben ist. Ja. Also ich glaube, die Einschätzung von Wobornik war schon korrekt, dass das keine Absicht war. Aber das spielt am Ende des Tages ja auch gar keine Rolle, ob Absicht oder nicht. Unerlaubte Technik. Also kann ein Punkt abgezogen werden in dem Fall. Also es spielt insofern eine Rolle, weil wenn man nicht weitermachen kann aufgrund von einer illegalen Aktion und man denkt, das war nicht intentional, also nicht absichtlich, dann ist es eben no contest. Wenn es absichtlich war oder bewusst, dann ist es eine Disqualifikation. Insofern spielt es eine Rolle. In dem Fall aber jetzt allerdings nicht, sage ich mal. Genau. Sondern es hätte jetzt so oder so einen Punkt abzugeben können, aber eben nicht müssen. Das ist im Ermessen des Schiris. Und da hat Sadikpur jetzt hier tatsächlich ein bisschen Glück gehabt. Ja, allerdings hat Sadikpur auch was gelernt in dieser ersten Runde. Und das, dass er der bessere Ringer ist. Dass er Ernst auf den Boden kriegt, wenn er das möchte. Und dass er da auch ordentlich Schaden machen kann. Wollte ich gerade sagen, dass Ernst am Boden definitiv seine Schwäche hat. Das ist, glaube ich, das größte Learning aus dieser ersten Runde. Also Sadikpur wird jetzt hier sehr, sehr schnell versuchen müssen zu shooten. Da kommt ihm seine Statur natürlich ein bisschen gelegen. Ja, tiefer Körperschwerpunkt ist das, worauf du anspielst. Und Ernst wird versuchen, da ihn wie so ein Torero ins Leere laufen zu lassen. Aber unterhaltsamer Kampf. Ungewöhnlich weiter Abstand zwischen den beiden Kämpfern. Oh, oh. Ernst ist da gut getroffen. Hat im Gesicht, ich denke,
knapp überhaupt der Nase eine Platzwunde. Und das scheint so, als hätte er da noch mehr Bock drauf gehabt. Jetzt Ernst mit einem illegalen Treffer. Wir haben heute Morgen noch beim Rules-Meeting gesessen. Und die illegalen Trefferflächen besprochen. Hat ihn am Hinterkopf getroffen. Er versucht da seine Atmung zu kontrollieren, Ernst. Gleichzeitig dem Referee zuzuhören. Beide also jetzt einmal ordentlich verwarnt. Und jetzt geht's weiter. Was für ein intensiver Kampf auch. Also teilweise chaotisch, aber auch unglaublich intensiv. Ernst sieht gezeichnet aus. Aber auch Sadiq Pur läuft da Blut. Aber ich verstehe natürlich nicht ganz, warum die jetzt im Stand wieder angefangen Nein, haben. Das ist ein Nachteil für Sadiq Pur. Das ist ein absoluter Nachteil für Sadiq Pur. Der quasi jetzt für seine unerlaubte Aktion noch belohnt wurde. Aber er hat es wieder. Also Ernst, meine ich. Und jetzt hat er wieder geschafft, Sadiq Pur Ernst runterzunehmen. Und man sieht so einen Momentum-Shift, finde ich, in diesem Kampf. Mhm. Also Sadiq Pur übernimmt das Ding hier langsam. Es ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn man weiß, ey, ich bin der bessere Ringer und am Boden kann ich ihm das Leben schwer machen. Hat jetzt den Rücken, Sadiq Pur. 3 Minuten Zeit. Viel, viel Zeit in der dominantesten Position im Bodenkampf. Und Ernst hat sich bislang immer gut verteidigt, das muss man sagen. Am Boden. Aber das ist viel Zeit und einmal unaufmerksam reicht ja. Ja, Sadiq Pur versucht da Ernst eher erstmal ein bisschen weich zu klopfen. Ernst ist da komplett eingerollt. Nimmt aber auch viele, viele Schläge da. Dreht sich da in die Guard, verbessert damit seine Position, kann jetzt selber versuchen, hier ein bisschen mit Ground and Pound zu arbeiten, tut das auch. Bisschen ist gut. Schöne Ellenbogen am Boden. Hat das wirklich schlau gemacht. Sich lange nicht bewegt und dann einmal raus explodiert. Also wir waren ja ein bisschen traurig, dass wir unser Hassduell verloren haben mit Bayrami gegen Agaia, aber das hier, das geht in die ganz ähnliche Richtung. Also von der Intensität auf jeden Fall. Und schon wieder liegt Sadiq Pur oben. Also Ernst seine Position verloren. Wahnsinn. Und die Halle hier, die steht hinter Timo Ernst. Der Fanbus peitscht ihn nach vorne. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist sein zweiter Profikampf in MMA. Und auch Sadiq Pur, das ist erst sein dritter Profikampf. Jetzt ist er da am Rücken und tief, tief unter dem Kinn. Da kommt er nicht mehr raus. Also, vielleicht nicht die schönste Szene nach diesem Sieg, aber ein sehr starker Sieg. Das kann man nicht anders sagen. Von Masud Sadiq Pur, der damit auf der Siegerstraße zurück ist und nach fast 5 Jahren Pause mit einem Finish zurückgekehrt ist. Wahnsinn. Also, sehr, sehr hart umkämpft. Beide haben alles im Cage gelassen. Und beide haben sich es auch schwer gemacht. Also beide haben immer mal wieder Momente gehabt, wo man gedacht hat, oh, dreht sich jetzt der Kampf in die andere Richtung. Am Ende ein wunderschöner Eingang in den Rear Naked Choke, der schnell passiert ist. Hat dann den Ausschlag gegeben. Wir sehen ihn bestimmt gleich nochmal. Und da ist nur das Ende. Mit dem Tap. Ja, ganz klare Sache. Hier sehen wir es, wie tief das Ding unten. Also kann er auch nicht abschlagen, wenn er nicht einschlafen will. Ganz ehrlich, hier sehen wir noch ein paar der Szenen vorab. Vor allen Dingen die ringerischen Momente waren es, die Sadiq Pur dann immer wieder auch im Kampf gehalten haben. Und die Ernst das Leben schwer gemacht haben. Ja.
Lässt sich Sadikpur feiern von seinen Fans. Der hat nämlich auch ein paar mitgebracht. Und dann machen wir es erstmal offiziell. Winner of the fight after 3 minutes and 38 seconds of the second round by way of rear naked choke out of the blue corner, Masu Sadikpur. Masu, wir haben dich sehr, sehr lange nicht in Action gesehen. 2018 war dein letzter Profikampf. Das ist fast 5 Jahre her. Und wir haben uns da draußen die Frage gestellt, hast du die Zeit genutzt, um an dir zu arbeiten oder hast du auf der Couch gechillt? Ich würde sagen, du hast nicht viel gechillt, oder? Also, erstes Mal, ich möchte mich bedanken für alle Afghaner, meine Freunde und alle Leute von anderen Ländern. Und zweites, ich würde sagen, Leute, sorry, ich bin ein bisschen müde. Dieser Junge war brutal. Auf jeden Fall, ich würde sagen, Dank für alle einzelnen euch, dass ihr für Köln, Duisburg, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg und natürlich von Bremen und Essen wegen meinem Kampf kommt. Also, natürlich klar, letztes Mal, ich habe 2018 Dezember gekämpft gegen einen ganz starken Junge. Ich hab gesehen, nee, Masu, du musst viel machen, bis du in dieses Level hochkommst. Deswegen, ich habe kurze Pause gemacht. Ich habe mein Team getauscht. Jetzt ich trainiere beim Elevate besser Bremen Team. Und seit ein paar Jahren besser Niedersachsen Team. Und ich möchte mich bedanken von Daniel, mein Trainer, mein Submission und BJJ Trainer, für mein lieber Jimmy, Mortaz Ajmal und mein kleiner Bruder. Auf jeden Fall, ich habe in dieser Zeit viel getrainiert. Die Jungs hat mir viel beigebracht. Ich bin jetzt bereit. Ich bin zufrieden mit meiner Performance. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, der Junge war richtig stark, richtig stabil. Ich habe nie gedacht, im Face-Off, ich habe mich gedacht, vielleicht in der ersten Runde, aber nein, Leute, ich wollte 3 Runden kämpfen, dass ich euch zeigen. An alle Leute hat mir nicht geglaubt und an alle Leute hat mir nicht vertraut und hat mir ein Lüge genannt in diese ganzen 4 Jahre, dass ich nicht getrainiert. Leute, ich habe euch beweist, ich bin nicht so schwach und ich bedanke mich auch von euch. Ihr habt mit eurer negativ Meinung, ihr habt mich stark gemacht. Ich danke alle Hater auch. Und ich glaube, ich habe viel geredet. Danke für heftige Show. Leute, guckt ihr, wo ich kämpfe jetzt, in die große Veranstaltung in Deutschland. Ich bin jetzt hier und ich verspreche euch, ich bin ready für NFC 17. Ich mache mich bereit für NFC 17. Eine tolle Ansprache, eine tolle Geschichte und einen großen Applaus für Masud Sadikpur. Tut mir leid, ich wollte, bevor ich vergesse, mein mazedonischer Bruder heute hat Geburtstag. Valentin, alles Gute zum Geburtstag, Bruder. Dieser Sieger ist natürlich für dich. Alles Gute, Valentin, und großen Applaus für Masud Sadikpur.